Hohe Mieten, teure Lebensmittel oder einfach nur Ebbe in der Kasse. Wer Kohle braucht, landet, wie auf der Reeperbahn in Hamburg, nicht selten beim Pfandleiher. Denn hier gibt es Bares. Wie wollen wir PlayStation abgeben? Ja. Brauchst du schon. Danke. Wofür brauchen Sie jetzt gerade Geld, dass Sie die PlayStation abgeben? Vielleicht auch Familienherren, genau. Ja. Zwei Spiele? Zwei Spiele, wieder ein Paddel, Ladekabel und alles andere dabei. Alles klar. Wie oft war die PlayStation schon hier? Puh. Ich glaube, jetzt 5-mal, glaube ich. Ja. Sonst habe ich immer andere Sachen noch hier, ja. So, die meisten Kunden kennen wir. Die meisten sind sehr häufig hier. Ich bin Stammkunde. Ein guter Kunde. Ein guter, ja. Ja. Quasi, sagen wir mal, ein Kredit oder draufnehmen, liegt ja bei mir auch nicht, weil ich ja von Hartz IV lebe. Da kriegt man nicht so eben Kredit, deswegen. Und hier fühle ich mich sicherer. Ja. Da sagen sie nicht immer nein. So wie bei der Bank. Im Leihhaus nervt keine Schufa- oder Bonitätsprüfung. Pfand gegen Darlehen. Direkt auf die Hand. Kein Job und dadurch ist es schwieriger geworden. Und dann bin ich durch einen Kollegen aufmerksam geworden, dass man mir wieder was abgeben kann. Und dadurch habe ich das gemacht und hilft mir immer kurz, so ein paar Tage. Und ja, dann hole ich sie wieder raus. Und mal läuft es 3 bis 4 Monate gut und wenn es dann nicht läuft, tue ich wieder mal. Einfach so, dass ich wieder einen Job oder so habe. Ja. Was würden Sie gerne arbeiten? Schwierig, also ich habe da so meine Probleme, deswegen mal bin ich in der Küche gewesen als Beikoch, hab geputzt, also ich habe vieles gemacht, aber kann mich nicht entscheiden, hab da nichts Festes. Also beim letzten Mal waren es noch 200, das war im Februar, ich würde dann jetzt nochmal 190 machen, ja? Ja. Ist okay? 100 reichen. 100 reichen, okay. Warum nehmen Sie jetzt nur die 100? Damit ich sie auch wieder rausholen kann. Zu viel würde mich mein Konto auch mehr belasten und ja, habe schon einiges auch mal verloren dadurch, weil ich es nicht rausholen konnte. Ne? Und deswegen mache ich es immer auf sicher jetzt und nicht immer so viel, wie ich kriegen kann. Ja, deswegen. War das ein oder zwei Controller? Einer. Also 100 Euro letztes Wort? Ja. Okay. Einmal der Ausweis. 100 Euro und Sie wissen Bescheid, ne? Alles. Was machen Sie jetzt mit den 100 Euro? Einkaufen. Genau. Playstations haben wir viele. Das ist auch typisch. Das wird immer so zum Ende des Monats gebracht. Eher lieber nur für ein paar Tage. Und dann wird es auch schnell wieder abgeholt. Die Kunden müssen monatlich Zinsen und Gebühren zahlen. Klappt das reibungslos, können sie ihre Sachen wieder auslösen. Das passiert mal früher, mal später. Das ist das Handyregal. Handys werden relativ viel abgegeben, gerade also zu Mitte, Ende des Monats. Aber die werden auch häufig dann schon direkt wieder zum Monatsende oder Monatsanfang wieder abgeholt. Das ist so typisch. Hier haben wir so ein paar Kameras. Werkzeug wird auch gerne abgegeben. Genau. Hier haben wir ein ganzes Schlagzeug. Das ist auch schon sehr lange bei uns. Hier haben wir ein paar Angeln. Den Whisky habe ich für 400 Euro beliehen. Das ist auch ein sehr spezielles Pfand für uns. Das kommt auch nicht jeden Tag. Also es ist auch der erste Whisky, der mir hier angeboten wurde. Hier haben wir einen Kerzenleuchter. 2007 wurde der bei uns abgegeben. Damals haben wir 100 Euro beliehen. Der wird seit ca. 17 Jahren verlängert. Also das heißt 3,50 Euro pro Monat. Das sind also pro Jahr 42 Euro. Und wenn man sich das jetzt ausrechnet über 17 Jahre, da kam dann schon einiges zusammen. Hoffentlich wird er irgendwann wieder abgeholt. Aber ja. Wann das sein wird, das steht noch in den Sternen. Bedeutet, auf 100 Euro Darlehen wurden schon mehr als 700 Euro Zinsen gezahlt. Der nächste Kunde will etwas abholen. Die Frage ist nur, was? Moment, ich fange gerade durcheinander. Wo ist denn mein anderes Armband? Habe ich noch was auf meinem Namen hier? Ja, ich schau mal. Weil es sollte ein Armband sein. Das ist das mit 12 Gramm, ne? Das Königsarmband? Nee, nicht das Königsarmband. Das habe ich hier. Das ist ein anderes Armband. Also ich habe zwei Armbänder. Einmal ein Königsarmband. Ja, 9,5 Gramm. Genau, und dann habe ich noch eins mit 12,5. Ich habe hier noch eins mit 1,4 Gramm. Wie schwer ist es, also den Überblick zu behalten? Ich nehme einfach was in der Hand, komm her, hole es dann wieder raus und Überblick hat man nicht. Deswegen lasse ich meistens die Pfandscheine hier. Da sind sie auch sicher, da kriegst du sie nur mit Ausweis. So, das ist eine Uhr, ein Ring.
und eine Kette. Schaff mir neuen Schmuck an, beleih den Schmuck, zahl den dann ab, hol ihn ab und somit habe ich immer eine Werksteigerung halt, ne? Wie wichtig ist Schmuck für Sie? Ja, das ist ja Geld. Gold bleibt, Goldpreis geht hoch. Woanders verlierst du bei einer Kryptowährung. Ich handle mit Autos an- und verkauf. Sie brauchen auch immer Bargeld, um zu zwischen mal anzukaufen. Ne? Ich weiß nicht, wie viel du abziehst. Hier ist bis zu klein. Ich guck mal. Augenblick. Wie viel Bargeld haben wir jetzt so dabei? Weiß ich gar nicht. Neun. Das sind 1000, das waren 3000, 3,9, ich glaube 5000 oder so. Ist aber auch ganz schön viel, ne? So bar auf der Tasche. Ich habe heute 12.000 auf der Tasche, davor habe ich schon die Uhr gekauft. Okay, das passt schon mal. Der Herr macht den Auto an- und Verkauf, braucht oft Cash und parkt hier gerne Wertsachen. Manchmal, wenn ich mal habe, auch am Auto was verdient, ein bisschen Geld, habe ich halt immer jedes Mal, wenn ich arbeite, war meine Frau was mitgekauft. Jede Woche, oder? Jede Woche. Da habe ich mal eine Woche mal einen Ring geholt. Die Woche später den anderen Ring, dann mal einen Armband. Und habe halt auch darauf geachtet, wie das sieht jetzt nicht so besonders aus, aber es ist schon wertvoll. Ne? Okay. Einmal die Omega. Ja. Also ist so ein bisschen wie so ein Kleiderschrank quasi. Man holt sich hier wieder was Neues ab und zieht das wieder an und dann kann also, man was anderes. Du kannst ja eh nicht 3 Uhren auf einmal tragen oder 3 Armbänder oder 5 Ketten. Kaut ja nicht hin. Du hast es halt nur, damit du dein Geld stabil hast. Und das ist, und damit du es tragen kannst, wann du willst. Aber du trägst es nicht jeden Tag. Also ich trage nicht meine echte Uhr jeden Tag. Ich habe auch eine gefälschte, die trage ich zwischendurch. Also wenn die kaputt geht oder die haust du an, dann weinst du, weil es kostet ja ein paar hundert Euro sowas. Und dann geht eine fette Rolex über den Tresen. Der Kunde ist ein echter Pfandleihprofi. Baujahr 2016. Okay. Eine Arabic Blue ist das. Haben Sie die Papiere jetzt auch dabei? Oder? Die sind unten im Auto. Bin ich aber echt gerade zu voll hochzugehen. Ja. Okay, schauen wir gleich. Ja. Aber die haben Sie jetzt ja neu, oder? Die habe ich heute erst gekauft. Und wir jetzt schon wieder? Natürlich nicht. Ich will nur wissen, was es gibt dafür. So, wir würden mit Box und Papieren so ungefähr 3,8 geben. Wenn es jetzt komplett vollständig ist, Poolset, wären wir ungefähr bei 4, je nachdem. Da weiß ich Bescheid. Aber das wäre halt nur die Beleihung. Ja, ja, ist ja klar. Mein Gold verkaufe ich nicht. Ja. So los, wir müssen zum anderen Fund raus, das macht was zu. Ich muss meinen Arbeit abholen, das ist auf meinem anderen Fund raus. Tschüss, Schönen wir Tag. Sehen uns, ja? Tschüssi. Der Besuch beim Pfandleiher. Nicht für alle eine Anlagestrategie. Viele kommen her, weil am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist. War das Handy schon mal da? Noch nicht. Das ist noch unverpackt. Ah, okay. Entweder bräuchte ich eine Rechnung oder ich muss es. Ist mit Rechnung? Super. Danke. Warum muss das Handy heute hier bleiben? Weil man kurzfristig mal kurz einen Kredit braucht. Wofür? Einfach zum Leben, ne? Ja, also wir geben noch 180 Euro. Okay. Ist okay? Ja. Okay. Alles klar, super. Okay. Hatten Sie mehr gehofft, oder? Ja, ich dachte, für ein neues iPhone 13 hatte ich schon eigentlich mehr. Ja, es gibt halt schon das 15er, ne, deshalb. Ach das so. Fällt natürlich dann auch immer schnell. Klar. Ja. Ich bin in der Leiharbeit noch, aber ja, der Lohn ist schwierig. Ne? Was kriegt man da so? Stundenmäßig 23 Euro. Jeder weiß, dass alles arschteuer geworden ist. Ist ja eigentlich Fakt. Und auch Lebensmittel, also was das kostet mittlerweile auch im Discounter bei Penny oder sonst was, wie die Preise gestiegen sind, das ist unglaublich. Aber halt die Löhne nicht angepasst werden, das ist ja Fakt. Ja. Alles wie immer, ne? Ja. 50, 100, 50, 70, 80. Was machen Sie jetzt damit? Voll ausgeben, komplett. Nein, ich hole nur was zum Essen. Schönen Tag. Die verpfändeten Gegenstände kommen dann unter den Hammer, wenn Zinsen oder Gebühren nicht bezahlt werden. Ja, Sie brauchen jetzt nichts machen. Also das ist halt einfach versteigert. Das ist jetzt leider zu spät.
Also die beiden Laptops, nein, sie können es leider nicht zurückbekommen. Es ist zu spät, es ist versteigert worden. Also es gibt keine Möglichkeit, die zurückzuholen. Es ist einfach zu spät. Ja, gerne, tschüss. Das Pfand von der Kundin wurde leider versteigert. Sie hat sich zwar gemeldet, aber hat nicht bezahlt. Und ja, jetzt ist sie natürlich traurig. Ja, es tut einem natürlich schon leid. Gerade wenn man dann merkt, die Leute hängen wirklich dran. Oder es waren auch vielleicht noch persönliche Daten oder Bilder drauf. Aber ja, das können wir natürlich dann im Nachhinein nicht mehr rückgängig machen. Der nächste Kunde kommt auch mit einer Uhr. Wieder eine Rolex. Hi. Hi. Würde das einmal gerne bleiben? Können Sie unten reinlegen. Dankeschön. Genau, und den Ausweis. Danke. War die Uhr schon mal bei uns? Nee. Noch nicht. Hm? Okay. Gut. Doch bevor es Geld gibt, wird das gute Stück erst einmal überprüft. Wir messen die Ganggenauigkeit. Das ist auch gut, um noch mal zu überprüfen, ob die Uhr echt ist. Da kann man sich ganz gut nachrichten. Sieht nicht so optimal aus. Von daher müssen wir noch mal genauer schauen. Die Pfandleiherin weiß, worauf es ankommt. Rolex hat bestimmte Merkmale, da achten wir besonders drauf. Und das ist bei Rolex einzigartig dann. Also die Verarbeitung ist gut und man merkt es auch vom Gefühl her. Also das ist ein anderes Gefühl, als wenn das jetzt eine billige Uhr ist. Ach, das sieht gut aus. Besser als gerade? Genau, jetzt ist es gut. Wir haben sie noch mal ein bisschen geschüttelt. Ja, jetzt läuft sie gut. Für die Uhr gibt es ein 3.000-Euro-Darlehen. Das Ganze zu 4% Zinsen. Pro Monat sind das dann 120 Euro, die da drauf kommen. Also das heißt, kommen Sie dann bis zum 26. Juli, sind es dann 3.120. Kommen Sie aber einen Tag später, sind schon wieder 120 mehr drauf in dem Moment. Genau. Nicht verlieren, jeder darf damit abholen. Ich kann ihn aber hier lassen. Ja, das geht auch. Ja, ich mach das bloß genau, auf. Das geht. 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Geht das so oder ein Umschlag? Das geht so. Ja? Danke. Dass solche teuren Gegenstände gebracht werden, das kommt auch häufig vor. Das ist nicht wie bei anderen Pfändern, die dann typisch zur Mitte oder Ende des Monats gebracht werden, weil die Kunden nicht mehr zum Beispiel über die Runden kommen. Sondern das ist, würde ich sagen, eher unregelmäßig. Dadurch, dass Kunden, die teurere Pfänder bringen, auch häufig sich zum Beispiel einfach was anderes Teures kaufen möchten. Dann bringen sie erst mal was her, können sie in Ruhe wieder abbezahlen. Für viele ist das eine gute Methode, sodass sie dann nicht extra zur Bank gehen müssen. Die Branche verzeichnet seit Jahren vor allem Zuwächse, weil es vielen Leuten immer schwerer fällt, über die Runden zu kommen. Okay, das Handy haben Sie noch nicht hergebracht, ne? Nein. Nächsten Monat, mein Kind ist in die Uni und ich wollte die Schule zahlen. Ich habe kein genug Geld. Ich zahle jeden Monat 400 Euro. Ja, ich arbeite, aber mein Arbeitgeld ist nicht genug. Deswegen, ich wollte das jetzt abgeben, dann. Was arbeiten Sie? Fliegerassistentin. Ganz wenig Geld, ist nicht genug. Wie heute, ich habe keine Pause, gar nicht gemacht, aber sonst kriegen wir auch Geld, ist ganz wenig, ist nicht viel. Aber müssen wir arbeiten, ne? Ja. Ich finde es halt schade, ne, dass vielen das Geld im Monat nicht reicht, gerade um solche Sachen zu bezahlen. Denn das ist eigentlich was, das sollte sich jeder, finde ich, hier leisten können, gerade auch wenn er arbeitet und auch Vollzeit arbeitet. Das finde ich immer sehr schade. Ja, das kriegt man halt viel mit. Einmal der Schein, Sie wissen Bescheid, ne? 100, 200, 50, 300, 50, 400 und 20. Bares ist Bares. Das gilt nicht nur, aber vor allem auch für die Kunden vom Pfandleihhaus auf der Reeperbahn.